Hallo und willkommen zurück. Dead by Daylight. Ich habe schon mal auf Weiter geklickt, weil wir haben ja in der letzten Folge unfassbar viele Flugpunkte gemacht, die wir natürlich. Ich weiß nicht, wofür ich die ausgeben soll, so viele wie das sind. Vom Server getrennt. Weil ein Fehler bei der Validierung des Hostbrandes mit Easy Anti-Cheat aufgetreten ist. Falls ihr euch jetzt fragt, was das ist. Das ist schön, dass das mal kommt. Da ist der Killer wohl als Cheater in Verdacht. Dann läuft automatisch was durch. Und anscheinend hat das bei ihm angeschlagen. So. Dann trifft sich das gleich ganz gut, dass wir gegen den nicht spielen müssen. Fehlt. Ach, das ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal, ne? Wir könnten ja hier mal 100% zusätzliche Blutpunkte mitnehmen. Sofern wir die jetzt nicht sinnlos raushauen, weil der Killer sofort liegt. Das wäre natürlich gemein. Aber egal, wir haben 4 Stück davon. Warum denn nicht? Wir spielen mit dem Hobbit. Na, das kann ja nur gut werden. Hobbit hat auch sehr farbenfrohe Kleidung an. Toll. Einzige, die was geopfert hat. Geizhülse. Habe ich letzte Runde so viel gequatscht, dass mir für diese Runde schon fast gar nichts mehr einfällt. Das ist unfassbar, aber das passiert mir manchmal. Also eigentlich selten. Ich könnte fast behaupten, das passiert mir nie, aber heute passiert es mir einfach mal. Ich weiß gar nicht, was ich reden soll. Übrigens für all diejenigen, also ich weiß, dass gerade die, die regelmäßig kommentieren, sind ja alles Serienfreaks. Nicht verpassen, ne? Seit 18. Ich glaube seit 18.8. läuft der Originals auf Netflix. Nur so zur Info, falls es jemand verpasst hat. Und sich jetzt denkt, wow, okay, schnell Dead by Daylight aus, noch Originals gucken. Kann ja sein. Oder so für Abend. Wenn ihr die Folge geguckt habt, dann danach schnell Folge Originals hinterher. Nee, ihr spoilert mich. Ich werde sie erst gucken, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Ja. Ich bin ein geduldiger Mensch. Kann warten. Nein, bei mir liegt es einfach daran. Ich will halt wirklich so wenig wie möglich mit diesen ganzen Sachen zu tun haben während dem Urlaub. Ich will halt wirklich komplett abschalten können. Mal abgesehen von der Gamescom. Und es liegt auch daran, dass ich so ein Hardcore-Suchti bin. Es ist mir bei Shadowhunters unglaublich schwer gefallen, jedes Mal eine Woche zu warten. Wir laggen schon wieder ein bisschen. Ich soll es ein bisschen höher haben. Haben wir eigentlich den Saboteur schon freigeschalten? Nein. Oh. Schlechte Idee, sich hier schon ranzusetzen. Noch schlechtere Idee, sich hier hinter den schmalsten Baum überhaupt zu hocken. Er mit seinen breiten Schultern. Die scheint sich aber für. Nee, also nicht. Hier. Da rennt sie. Genau, nimm sie. Voll heroisch, ja. Tapfere Jake. Nimm mal die andere. Ich hoffe nur, dass es jetzt sehr weit wegführt.
Nein. So, vielleicht machen wir diesmal ja ein paar Punkte. Das ist interessant, jetzt spielt wirklich jeder. Und ich damit meine ich wirklich jeder. Diese Jägerin. Ich habe, glaube ich, also seitdem die Jägerin draußen ist, nicht einen anderen Killer mehr gesehen. Das ist schon echt krass. Also, das ist schon echt. Und ach, komm schon. Wir uns mal hier hin. Es ist schon echt krass. Und ich weiß, es gibt auch viele, die die Jägerin für komplett OP halten. Nach so einer Runde wie vorhin, oder wie vorhin, wie die letzte Folge, wo man wirklich gesehen hat, dass sie gar nichts dabei hatte und trotzdem also 3 von 4 einfach mal abgeschlachtet hat, kann man das, glaube ich, auch so. Man könnte es unterschreiben, sage ich mal. Aber man muss mit der Jägerin auch spielen können. Das ist genau wie der Doktor. Der wird auch von vielen als Ultra-OP angesehen. Wenn man den Doktor nicht spielen kann, ist er auch nicht OP. Sie ist, glaube ich, hinter ihr her. Ja, sie. Warten mal hier, wo sie sie hinbringt. Gut, da drüben ist ein Generator. Und jetzt schauen wir mal kurz, wo sie hingeht. Da, zum Generator. Macht sie, dreht sie ihre Runde, macht da drüben das Ding kaputt. Rennt jetzt hoffentlich in diese Richtung. Ich hole sie jetzt schnell. Yeah, ich habe keinen Sprintboost. Scheiße. Wo kommt sie denn? Huch, ich habe sie gar nicht gesehen. Boah, hat sie mich erschreckt, die dumme Kuh. Ich habe gar nicht auf sie geachtet. Ich war voll in die andere Richtung vertieft. Aber wirklich so vollkommen in die andere Richtung vertieft. Ah, sie ist immer noch hinter mir. Lass mich. Lalala. Lass mich, du dumme Kuh. Ach komm schon, ist doch nicht dein Ernst. Warum denn ich? Lass mich doch. Ich habe gar nichts gemacht, weißt du? Ich wollte nur nett sein. Die Frage, hat sie mich jetzt wirklich verloren oder ist sie schon wieder direkt hinter mir? Ich glaube, sie hat mich tatsächlich komplett verloren. Ja, hat sie. Oh. Hat die Alte mich erschreckt, so. Wir sind geheilt, das ist schon mal gut. Und hier drin ist der Generator. Zumindest schon ein bisschen angewiesen. Da können wir jetzt hin. Und es ist schon wieder Hobbit. Schade, Hobbit ist dann damit jetzt, glaube ich, tot. Natürlich direkt hier rein. Ich frage, wo rennt sie hin? Sie holt sich extra.
Da hinten ist er. Da. Sie wird jetzt auch gleich ganz schnell wieder hier sein. Egal, ich will den jetzt anhaben. Fräulein Sonnenschein. Ich den doch angemacht, obwohl du da gleich daneben gestanden hast. So doof, ne? So, was gut zu wissen, ob die anderen einen machen. Dann würde ich mich nun schon mal Richtung Ausgang begeben. Wo hat sie ihn angehört? Ist nicht. Ist da. Hier noch mal auf. Ach, ganz da hinten. Wir gucken hier mal in die Kiste. Was haben wir denn da Schönes gefunden? Nehmen wir den mit. Okay. So. Der tuckert schon. Wir schleichen mal vorsichtig in die Richtung. Also. Jetzt gehen runter. Ja, 18. Sehr gut. Ich laufe mal hinter ihm her. Offensichtlich hat die andere nicht viel Interesse daran, ihn zu heilen. Scheiße. Den loslassen sollen, es tut mir jetzt voll leid. Geht sie nicht hoch? Doch jetzt. Das tat mir jetzt schon leid. Ah, ist das manchmal. Ich sehe sie halt auch wirklich echt viel zu spät. So, Mädchen. Bring ich ihn mal weg, die kleine Püppi. In der Hoffnung, dass die andere ihn jetzt noch mal holt. Oh ja. Shit. Ja, die andere hat ihn aber auf jeden Fall noch mal geholt. Das ist gut. So. Sie hätte jetzt eigentlich genug Zeit, ihn auch mal schnell zu heilen. Jetzt macht es. Ich hing ja noch nicht. Alles gut. Ja. Ich hänge hier nur rum. Alles gut. Die Handschuhe sind ein bisschen albern, oder? Also so ein bisschen schon. Naja. Ich frage mich gerade, ob dieses Kriseln da am Rand, ob das schon immer war oder ob das neu ist. Ich weiß nicht. Bin mir unschlüssig. Mein Freund holt mich nach unten. Und ich heile mich hier mal schnell. Oder auch nicht. Ach, die dumme Kuh. Ich will mich trotzdem schnell heilen. So, geheilt, sehr gut. Diese Frau ist so ätzend, das ist unglaublich. Jetzt den anderen da drüben, okay. Dann suchen wir uns jetzt hier mal noch einen Generator irgendwo, muss ja noch einer sein.
Kann ich sein hier? Sie, da ist die Kiste, die wir vor uns durchwühlt haben. Die läuft. Naja. Oh. Jetzt sind wir fast noch in die Arme gerannt. War nicht in dieser Hütte einmal einer? Ist auch keiner. Das gibt's ja gar nicht. Ist hier der Ausgang? Da ist einer. Und dann sitzt Freund Blaseaschen dran. Jetzt sind wir ja einmal eine Runde gelaufen. Ich sehe die andere leider nicht. Ich glaube, dass dafür dieses Einfühlungsvermögen einfach noch nicht stark genug ist, um sie zu sehen. Ich schätze, man hat ihn gesehen. Wir machen mal eiskalt. So richtig dreist weiter. Nicht zu uns bringen. Da ist ein Tor und da drüben ist eins. So, jagt sie ihn noch. Ja, dann machen wir nämlich jetzt hier schnell auf. Sie hebt den auch direkt hoch. Wo ist die andere? Wo zur Hölle ist die andere? Da hinten, hinter, sehen Sie ihn hin? Oh, ha. Ich musste raus. Ich hatte jetzt leider keine Wahl mehr. Ich muss raus. Und ich hoffe, die andere schafft's auch. Er war tot. Ja. Sie hat's auch geschafft. Leider haben wir gerade einen kleinen Bug und sehen unsere Punkte nicht. Schade. Egal. Wir rennen ganz schön behindert. Also nicht behindert, das ist politisch komplett unkorrekt. Egal. Bevor es ganz schön Quatsch wird, wir sehen unsere Punkte sowieso nicht. Sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Phoenixa.